Ja, also wieder bei The Legend of Zelda. Beim letzten Mal haben wir den 8. Dungeon eigentlich, oder den 9., also Level 9, schon fast komplett erfolgreich erkundet. Wir standen eigentlich sogar einmal kurz vorm Boss, aber no, not yet. Ich habe mich wieder draußen voll geheilt, eigentlich voll gekauft, sag ich mal, weil ich mich einfach dann einen Trank geholt habe, einen blauen, um mich einmal voll zu heilen und noch einen roten, um, ja, quasi noch eine Reserve zu haben. Geld bekommen wir drin eh mehr als genug. So, wir waren jetzt eigentlich noch dabei, die letzten paar Teile des Dungeons noch zu erkunden. Wer weiß, was es da vielleicht noch gibt. Irgendein, weiß nicht, Super-Item, womit Ganon One-Hit ist. Oder so. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das sehen wir ja dann. Beim letzten Mal sind wir da leider nicht ganz so erfolgreich durchgekommen. Nein. Ich wollte mich gerade noch wegdrehen, aber es hat nicht mehr geklappt. Hier war es nicht. Eins unten und dann nach rechts. Ja. So, hier konnten wir rein. Die Gegner hier drin. Ah ja, stimmt, hier war auch nochmal dieses wirbelnde Drehding-Viech. Bestbeschreibung auf Alltime nebenbei. So, du bist weg. Das ging eigentlich hier gerade. Wahrscheinlich kriege ich eh hier noch wieder eine Belohnung von Rubin oder so, wenn überhaupt. Sag ich doch, wenn überhaupt. Aber hey, man muss ja mal jeden Raum mal gemacht haben. So, was hatte mich hier jetzt nochmal besiegt? Ach ja. Eigentlich ein ziemlich angenehmer Raum. Aber wenn man nur mit einem halben Herzen hier reingeht und dann von diesen Kugeln erwischt wird, ist es nicht mehr so angenehm. Okay. Nochmal einen Schlüssel. Nicht, dass ich den bräuchte oder so. Jetzt wo ich den Löwenschlüssel? Ich habe den Löwenschlüssel. Den Löwenschlüssel habe. Jetzt weiß ich nebenbei auch, worauf sich das... Au! Das war wieder gut. Worauf sich die Nachricht im 8. Dungeon von dem ein... Was tust du da? Die Nachricht von dem alten Mann im 8. Dungeon bezog, nämlich Spectacle Rock's Death oder so. Ja, der Dungeon ist wie ein Totenkopf aufgebaut, von daher haben wir da unseren Tod. Oh, sind zwei. Hier bin ich leider noch eingelaufen. Ich sollte auch nicht einfach stehen bleiben. Und das war's? Mehr gibt's hier nicht? Anscheinend. Ich glaube, ich habe jetzt alles erforscht. Joa. Hier ist auch nicht irgendwie noch was versteckt oder so, wenn ich hier ein paar Steine verschiebe. Irgendwo. Weil der Raum war mir da doch ein bisschen zu verdächtig, dass da hier extra reinspringen und dann kann ich hier Gegner besiegen. Dann bringt mir das alles nichts. Das ist schade. Ich dachte, vielleicht finde ich hier irgendwie noch was ganz Episches, aber... Schade. Na gut. Dann, kein episches Secret. Da muss ich jetzt noch den Weg zum Boss nochmal finden. Irgendwie. Ich glaube, ich musste hier hoch. Go to the next room. Ja, ja. So, hier musste ich die noch einmal besiegen. Na gut. Das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich noch was besiegen musste. Gab es nicht eigentlich irgendwo noch einen zweiten Ring, wenn ich drüber nachdenke?
eigentlich ja schon, ne? Ich meine im Kopf gehabt, dass es irgendwo noch einen zweiten Ring gibt. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe ihn jetzt spontan hier nicht gefunden. Dann ignorieren wir den auch einfach. Nein, nein, einfach durch. Moment. Nein, das war nicht der richtige Weg. Das Patra die Map habt, das weiß ich. Die habe ich ja schon. Aus dem Weg. Lass mich hier raus. Ich hab bin falsch abgebogen. Alles okay. Lass mich einfach hier durchgehen. Bist du ja wirklich ziemlich gut durchgekommen gerade. Bin ich da links auch schon überall? Ja. Okay. So, war das der Weg zum Boss? Nein. Das hat mir jetzt wieder zwei Herzen Schaden gemacht. Weil vielleicht war es ja doch der Weg zum Boss und ich muss dann nur da oben noch weiter verlangen, aber... Wegfindung 2.0. Irgendwann finden wir den Weg nochmal. Und ich habe ja zwei Heilungen, wenn es sein muss, wenn ich so nah dran bin wie eigentlich eben. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Und nicht da nochmal anhalten und denken, musste ich überhaupt hin? Oh ne, jetzt bin ich tot. So, und weg mit dir. Nein, nein. Lass das. Ich bin doch noch zu jung zum Sterben. Ich glaube, ich komme auch gleich nicht drum herum, da einen Trank zu benutzen. Ja, der Laser macht mir immer noch zwei Schaden. So ein doofer Laser. Jetzt sind die beiden hier auch wieder da, ne? Natürlich sind die beiden wieder da. Aber hey, immerhin noch ein Herz bekommen. Und schnell weg. Vielleicht. Ich habe die Kerze ja noch. Gehe ich nochmal hier nach unten. Und versuche vielleicht dort nochmal ein Herz zu bekommen. Vielleicht sind die Gegner ja so nett. Ich krieg eine ganze Fee. Das ist auch gut. Und Bomben. Boah, doch. Mit 7 Herzen lässt sich dann noch ein bisschen besser leben. Kommen wir wenigstens vielleicht mal wieder in die Nähe des Bosses. Nope. Heute nicht. Ja, go to the next room. Schlagen will ich ihn auch nicht, dann schießen die Feuerorte da nach mir. Ich hab schon gesagt, dass ich diese Magie nicht mag. So, ich bin schon wieder auf drei Herzen. Wieso bin ich schon wieder auf drei Herzen? So. Krieg ich hier vielleicht nochmal eins? Please? No? Okay. Jetzt hab ich doch nochmal schon den erwischt. Muss ich mal schauen.
Also ich kann hier, glaube ich, noch nach oben gehen und zurückkehren. Moment, jetzt wo ich diesen Raum sehe. Stimmt, ich muss hier durch den Raubschleibraum. Ja, ja, doch, doch, doch. Nein, 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 nein. Oh, ich hab einen Schild. Genau, hier musste ich nach links weiter und dann konnte ich, glaube ich, fast alle Räume überspringen. Weil alle Schlüsseltüren gewesen sind. Also ein Herz hätte ich gerne, weil sonst werde ich gleich wieder von einem Magier einfach gewone-hitted. Danke. Man muss das Spiel nur ganz nett drum bitten. Dann kriegt man auch seine Sachen. So, hier war ein böser Magierraum. Nein! Hab ich erwischt. Und hier war... Ach, genau. Okay, Moment. Wenn wir schon so weit gekommen sind, dann benutze ich auch gerne nochmal mein Elixier. Wer hat mich da jetzt erwischt? Wer und wo? So, und bin ich jetzt wieder? Nee, jetzt bin ich da oben. Aber den Raum musste ich ja nicht machen. Hier kann ich einfach... Au! Durchgehen. Den Raum musste ich noch machen. Aber der wäre auch nicht so schlimm, wenn hier nicht die ganzen... Stromdinger wären. Die mich eigentlich auch gefühlt verfolgen. Wieso kann man die nicht wie in anderen Zelda-Spielen später einfach kaputt machen? So. Ich glaube... Jetzt sind wir da? Yes. Okay. Dann schauen wir mal. Bisschen dunkel hier drin. Yo, Ganondorf. Nee, Ganon. Ganondorf bist du ja noch nicht. Schieß erstmal ein paar Kugeln, okay. Muss ich irgendwie ins Blinde schießen? Da, wo die Kugeln herkommen? Hallo? Mensch, kommt immer aus den gleichen Stellen? Moment, da war gerade was. Ich bin gerade in irgendwas reingelaufen. Moment, ich bin fast tot. What? Wieso? Was auch immer da gerade passiert ist. Plötzlich stand Ganon vor mir. Hallo? Ich hab gewonnen. Wait. Also ich habe ihn ein paar Mal geschlagen, irgendwie, als er unsichtbar war. Da habe ich einen Pfeil ins Gesicht geschossen und... tot. Ich glaube, ich habe gewonnen. Thanks, Link. You are the hero of Hyrule. Yay! Finally! Peace returns to Hyrule. The end. Das war ein sehr... Joa. Sehr unspektakulärer Endkampf irgendwie. Ich finde schön, wie die sich da einfach mit irgendwelchen Spitznamen da in den Credits packen. Another quest will start from here. Press the start button.
Nintendo. Ich glaube, Shigeru Miyahon war ja nicht Shigeru Miyamoto und Konchan für South Korea, das ist Konji Kondo? Ey, ich bin 85 Mal gestorben. Das geht ja eigentlich ja noch. Ich bin nicht dreistellig geworden. Okay, und jetzt ist, glaube ich, meine Second Quest. Ich würde es aber liebend gerne erst einmal. Ist ja jetzt gespeichert. Dann. In ins Startbildschirm. Jo! Wir haben es geschafft! Legend of Zelda ist durch. Mit 16 Parts. Es geht ja eigentlich. Ist es auch nicht so lange. Wie geht's weiter? Nee, erst anders. Wie finde ich das Spiel? Das Spiel ist echt super. Ja, es hat mir doch Spaß gemacht. Mit Ausnahme hier und da so ein paar blöden Gegnern, wie die blauen Magier und die blauen Ritter, war das eigentlich ziemlich angenehm, das Spiel. Doch, ja. Mal sehen, haben wir auch von allem was bekommen? Herz, Herzcontainer, Fee, Uhr, Rubine, die Life Potions, den Brief, das Essen, das Schwert, das weiße Schwert, das magische Schwert, das magische Schild, Bumerang, magischer Bumerang, Bombe, Bogen, Pfeile, Silberpfeile, blaue Kerze, rote Kerze, blauer Ring. Den roten Ring haben wir nicht bekommen. Es gibt also wirklich noch einen Ring. Gut, ich habe keine Ahnung, wo der war. Ich habe eigentlich alles abgesucht. Und alles andere hatten wir auch. Magical Key heißt der. Na gut. Und das Triforce. Please look up the manual for details. Okay. Nee, also ich finde, das ist auch ein super Spiel. Es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin echt noch unter 100 in 100 Toten geblieben. Hätte ich so nach dem Anfang, den ich da hingelegt habe, echt nicht erwartet. Wenn ich da teilweise schon nach, was war das, im ersten Part nach 4 Minuten schon meinen ersten Tod hatte. Und dann, ja, ich erinnere mich dann so an manch anderen Part, wo ich 20 Mal gestorben bin. Ich habe in einem Part die Viertel aller meiner Tode zusammenbekommen. Ist auch nicht schlecht. Also eigentlich doch schon ziemlich schlecht. Aber ich kann das Spiel doch den Leuten, die so eine kleine Herausforderung haben wollen, gut empfehlen. Das ist echt cool. Und zu dem von eben mal, wie geht's jetzt weiter? Wie auch angekündigt, Zelda 2 wird kommen. Aber erst zum Beginn der nächsten Woche. Also ich weiß jetzt zwar nicht genau, wann dieser Part jetzt kommt, ob das jetzt am Sonntag wird oder ob ich den Plan umstelle. Wenn der Part am Sonntag kommt, ist es eh egal, weil dann beginnt das nächste. Der beginnt Zelda 2 dann irgendwie morgen oder übermorgen. Mal gucken. Mal schauen. Das war's auf jeden Fall von diesem Projekt. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Hiermit begann das Ganze mit einem guten Spiel. Und dann kam Zelda 2. Mal schauen, wie das so wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt. Ciao.